Vielleicht ein wenig im Schatten der bevorstehenden Europameisterschaft in Frankreich startet heute in der Moser Medical Arena in Röndorf bei Krems die EM-Qualifikation im Frauenfußball U17. Die Gegner der Österreicherinnen sind keine geringeren als die U17-Mannschaften von Deutschland, Schweiz und Russland. Die erste Phase der Qualifikation haben die Österreicherinnen mit Bravour gemeistert. Jetzt heißt es nochmals, die Leistung abzurufen, um auch in dieser Gruppe bestehen zu können. Bitte erheben Sie sich nun für die Hymnen der beiden Länder, vorgetragen von Veronika Kreuz. Please rise for the national anthems. Die Österreicherinnen ließen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass sie das Spiel gegen Russland gewinnen wollten. Rollende Angriffe auf das Tor des Gegners waren die Folge. Immer wieder war aber die Verteidigung der Russen zur Stelle. Auch die Torfrau konnte einen Gegentreffer verhindern. Spielminute, endlich fand der Ball den Weg ins Tor. Torschütze Laura Krumböck. Die Gäste aus Russland kamen nur selten vor das Tor der Österreicher, so wie in der 26. Minute ein Eckstoß von Litvinenko. In der 35. Minute konnte Jana Scharnböck nur durch ein Foul gehalten werden. In der 39. Minute war es dann Bessiena Birici, sie erzielt das 2:0. Das war auch der Pausenstand. Auch die zweite Hälfte wurde von den Österreicherinnen beherrscht und so war es nur logisch, dass in der 59. Minute nach einem Eckstoß durch Jennifer Klein Jana Scharnböck zum 3:0 einschoss. Die russische Mannschaft hatte nichts mehr entgegenzusetzen und so konnte Magdalena Bachler in der 80. Minute den Endstand von 4:0 herstellen. 4:0 für Österreich. Torschützin mit der Rücknummer 7, Magdalena Bachler. 4:0 gegen Russland, erstes Spiel. War das das schwere Spiel oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Russland waren starke Gegner. Die ersten 10 Minuten haben wir uns schwerter. Aber dann haben wir gut ins Spiel gekommen und haben uns nicht zerstören lassen und es ist gut gegangen. Und wie wird es jetzt weitergehen, die Schweiz? Wie stark ist die Schweiz? Ja, wir werden uns nur Spielmaterial anschauen von ihnen und dann lassen wir das Spiel auf uns zukommen und schauen wir, dass wir genauso abschließen. Und wird es wahrscheinlich das entscheidende Spiel dann am Donnerstag gegen die deutsche Mannschaft sein? Ja, die Schweiz ist auch noch genauso wichtig, aber Deutschland wird ein starker Gegner. Aber ich glaube, wir schaffen das. Gratulation zum 4:0 Sieg. War es das erwartete harte Spiel oder ist alles aufgegangen? Ja, alles ist nicht aufgegangen, aber wir sind trotzdem zufrieden, weil das erste Spiel in der Elite-Runde immer sehr wichtig ist. Und die Russen waren einfach sehr aggressiv und haben bei Ballgewinn gleich den Ball weggeschlagen und das haben eigentlich nie so richtig in den Rhythmus reingekommen und deswegen war das Spiel auch recht schwierig zu bewerkstelligen. Was wird jetzt noch eine Steigerung bedarf für gegen die Schweizer Mannschaft? Ja, Steigerung wird es bedürfen, weil der Gegner natürlich um einiges stärker ist, aber es wird wieder ein ganz anderes Spiel sein, weil Schweiz selber auch Fußball spielen will und ich glaube, dass es auch positiv für unser Spiel ist und auch für die Zuschauer. Und wird es dann am Donnerstag zum erwarteten Showdown kommen gegen die deutsche Mannschaft? Das wäre schön, das würden wir uns wünschen. Und aber da ist natürlich noch mindestens ein Punkt zu machen gegen die Schweiz oder sogar zu gewinnen. Und das ist unser großes Ziel. Das Ziel ist dann, wäre der erste Platz?
Ich glaube, man muss schon realistisch sein. Also die Deutschen sind schon über alle zu stellen, aber wenn es zu diesem Showdown kommen sollte, glaube ich, dass in einem Spiel viel möglich ist. Dankeschön, viel Erfolg. Danke. Wir haben hier den Obmann des Moser Medical Rohrendorf. Was ist das für ein Erfolg, wenn man ein Turnier, alle Spiele der österreichischen Mannschaft hierher nach Rohrendorf bekommt? Ja, es ist ein ganz ein wirklich toller Erfolg. Damals, wie wir diese Anlage eröffnet haben, vor knapp 2 Jahren, war es einfach so, dass wir gesagt haben, wir bauen das nicht nur für 13 Spieler für die Kampfmannschaft. Für uns war immer klar, es soll die Jugend auch jedes Spiel hier absolvieren, was auch tatsächlich so ist. Und uns war es auch wichtig, hier eine Event-Arena zu schaffen und Fußball in der Region populärer zu machen. Und es ist uns jetzt wirklich gut gelungen, in den letzten 1,5 Jahren schon, nicht nur hier, dass wir dieses Areal nutzen können für Fußballspiele, sondern wirklich für viele Veranstaltungen, Feiern, Events. Und was uns besonders freut, wir haben immer gesagt, es wäre schön, einmal ein Landesspiel zu bekommen oder ein ÖFB-Spiel, dass es gleich eine UEFA-Veranstaltung wird. Freut uns natürlich ganz, ganz besonders. War ein schönes Stück Arbeit, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Dann hoffen wir auf Montag, dass es ein gutes Spiel gegen die Schweiz wird, dass es dann mit dem Erzrivalen am Donnerstag ein volles Haus und dann ein Sieg Österreich gegen Deutschland? Also das hoffen wir natürlich auch. Das wäre das Schönste, dass wir halt wirklich jetzt gegen die Schweiz, gegen unseren Teamchef, und den der jeder kennt in Österreich, dann auch noch den Sieg einfahren können. Die Mädels sind voll motiviert, bin davon überzeugt, die wollen das und werden alles daran setzen. Und dann natürlich am Donnerstag 15 Uhr gegen den Erzrivalen Deutschland das Endspiel um den Aufstieg hier bestreiten zu können. Das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ein 4:0 Sieg, eine tolle Veranstaltung. Wie stolz kann man sein, als Hausherr so ein Turnier hierher zu bekommen? Wir sind sogar ja, sehr stolz, weil ich glaube, dass hier schon in Niederösterreich Englisch gesprochen wird, ist, glaube ich, schon einmal Beweis dafür. Und jetzt ein Spiel am Montag gegen die Schweiz, vielleicht ein Sieg und dann ein tolles Finale am Donnerstag gegen Deutschland? Das wäre natürlich, glaube ich, für uns sehr interessant, weil die Zuschauer auch angelockt werden durch Siege. Das ist einmal so. Und wir würden uns das wünschen. Ja. Das war's vom ersten Spiel der Österreicherinnen gegen Russland hier in der Moser Medical Arena. Bevor es dann am Montag weitergeht gegen die Schweiz und dann am Donnerstag im letzten Spiel gegen unseren ewigen Erzrivalen im Fußball gegen Deutschland. Danke fürs Zusehen und bleiben Sie sportlich.